Grüßt euch. Heute geht es mal um Hunde in Dänemark im Urlaub. Und letzte Woche war der Fall Waldemar. Das hat hier in Deutschland echt hohe Wellen geschlagen und auch mich emotional doch sehr betroffen. Denn auch ich habe einen Hund. Komm mal her, mein Schatz. Darf ich vorstellen, das ist Laila, unsere Malamuthündin. Und damit ihr und euren Hunden nichts passiert, jetzt die wichtigsten Facts zu den Hunden in Dänemark. Auch was die Durchreise betrifft, No-Gos, die Hunderassen und auch mal von mir ein Statement, wie ich diese Todesstrafe für Hunde empfinde. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Dann kommen wir jetzt mal zu den Gesetzen. Zum einen muss man unterscheiden zwischen Durchreise und Urlaub. Wir fangen mal mit der Durchreise an. Die ist mit allen Hunderassen erlaubt, das heißt auch die 13 Hunderassen, die verboten sind, dürfen durch Dänemark transportiert werden. Aber es gibt halt Regeln, unter anderem, dass sie weitgehend im Auto bleiben müssen und nur quasi, um ihr Geschäft zu erledigen, mal raus dürfen. Nehmt dazu einen Maulkorb und eine maximal 2 Meter lange Leine und macht es so kurz wie möglich. Also gar keine Konfliktsituation entstehen lassen. Bei einem Urlaub ist es dann wieder anders. Nach einem Vorfall mit Bissverletzung. Und da finde ich jetzt wieder das Problem, dass es geht gegen Hund und Menschen. Also es muss gar nicht den Mensch selber betreffen, sondern die können sich, manchmal ist es bei Hunden eben so, die verstehen sich nicht, dann wird halt mal der Kamm gestellt und dann wird halt mal gebellt, gekläfft und vielleicht kommen sie sich auch mal richtig ins Gehege. Aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ja? Es sind Hunde, darf man nicht vergessen. Und dann obliegt es der Polizei zu entscheiden, was weiter geschieht. Und die können die Einschläferung anordnen. Als Hundehalter hat man dann das Recht, einen Sachverständigen dazu zu ziehen, der halt sagen kann, okay, der Hund ist gefährlich oder eben auch nicht. Und dann habe ich bei einigen Kommentaren gelesen, dass das völlig irrelevant ist. Die Polizei hat im letzten Schritt auch noch, kann das quasi sagen, wird trotzdem eingeschläfert. Also sie können das Gutachten scheinbar auch ignorieren. So steht es zumindest auf den Seiten, wo ich gesehen habe. Und das wäre mir dann einfach zu gefährlich, auf dieses Goodwill zu hoffen, zu kämpfen zu müssen, dass mein Hund nicht aus dem Leben genommen wird, getötet wird. Für mich unvorstellbar. Es gibt 13 verbotene Hunderassen. Ich lese euch mal vor. Das sind Pitbull Terrier, der American Staffordshire Terrier, der Tosa Inu, Fila Brasileiro, sagt man gar nichts, Dogo Argentino, das ist die argentinische Dogge, dann American Bulldog, Burbol, Kangal, zentralasiatischer Ovtcharka, kaukasischer Ovtcharka, südrussischer Ovtcharka, Saplaniknak und Tonjak. Also, seht ihr, kennt auch, ich kenne auch nicht alle, aber die sind definitiv verboten und die dürft ihr nicht mit einführen. Die hat man sehr zahlreich wohl auch eingeschläfert und hat dann das Gesetz irgendwann angepasst und hat gesagt, okay, wenn uns die Urlauber quasi glaubhaft bestätigen können, dass sie von diesem Gesetz oder von dieser Einfuhr da nichts wussten, dann könnt ihr wohl das Land verlassen. Aber es liegt wieder an der Polizei, ob sie das zulassen oder nicht, ob sie euch glauben. Also es ist eine mega Grauzone und von daher auch für mich wieder so No-Go. So, ja, das ist eigentlich so das Allgemeine. Dann haben wir natürlich noch Hunderassen, die ähnlich diesen 13 Verbotenen aussehen. Das wären ein Chao Phila de São Miguel, oh Gottchen, Tatra Schäferhund, Tatrahund, Bordeaux Dogge, Bull Mastiff, Mastiff, Mastino Napoliatano, Cana Corsa Italiano, Staffordshire Bull Terrier, Dogo Canario, Anatolsk Hirtenhund und Iberische Dogge. Hier ist es so, dass wenn die Polizei sagt, also das könnte jetzt eine Kreuzung sein oder irgendwie ähnlich diesen 13 verbotenen Hunderassen und Kreuzungen, müsst ihr nachweisen, dass das halt nicht hier in diese Sparte reingehört. Nachweis heißt, alle möglichen Dokumente ranschleppen, also am besten gleich mitnehmen. Gehört natürlich auch dazu, dass ihr den EU-Pass mit dabei habt, auch die Impfungsdokumente. Das muss alles mit dabei sein. Und dann könnt ihr quasi sagen, ja, laut unserer Papiere ist nichts von diesen
verbotenen Hunden oder Kreuzung mit bei uns im Hund drin. Also ihr seid wirklich da ganz grob groß in der Nachweispflicht und die können dann wirklich sagen, okay, laut Papieren, es passt oder es passt eben nicht. Also auch da haben wir wieder so eine recht nette Grauzone. So, jetzt haben wir mal die Regeln für die Hunde in Dänemark. Das erste ist, ihr müsst einen EU-Heimtiernachweis haben. Der Hund muss gechippt sein, ja, damit man schnell weiß, welcher Hund ist das. Ja, die sind ja alle registriert. Er braucht eine gültige Tollwutimpfung, was auch für Welpen gilt. Ja, das heißt, das hat ja einen bestimmten Vorlauf. Das heißt, ihr könnt einen 8 Wochen alten Welpen, wenn ihr ihn gerade geholt habt, nicht einfach mit nach Dänemark nehmen. Das geht wohl erst so mit 3-4 Monaten etwa. Und alles andere bedarf einer Sondergenehmigung. In den Wäldern gilt generell eine Leinenpflicht. An Stränden gilt Leinenpflicht vom 1. April bis 30. September. Leinen- und Maulkorbpflicht gilt für alle verbotenen Hunde, die auch der Regelung vom 17. März 2010 geboren sind. Also wenn die älter sind als dieses Datum, also bis zum 16. März 2010, dürft ihr die noch mit nach Dänemark nehmen, mit der Prämisse Maulkorb und 2 Meter Maximalleine. Leinenpflicht gilt natürlich auch in Naturschutzgebieten und zwischen dem 1. Oktober und 30. März können die Hunde an vielen Stränden unangeleint sein. Da ist es so, es gibt teilweise Sonderbeschilderungen. Wenn dann also steht, hier keine Hunde, müsst ihr euch dran halten. Und teilweise steht dann auch da, hier dürfen Hunde spielen. Dann, also typischerweise zum Beispiel Hundestrände, die extra dafür ausgelegt sind. Aber das ist dann quasi wirklich eine Beschilderung, die von Strand zu Strand gecheckt werden muss. Das findet ihr auch relativ viel im Internet dazu. In den Restaurants darfst du einen Hund aus hygienischen Gründen nicht mitnehmen. Auf die Terrasse schon. Einzigste Ausnahme sind Blindenhunde. Die dürft ihr dann mit reinnehmen. An sich sind jetzt die Vorschriften da gar nicht so dramatisch. Das kennen wir hier auch in Deutschland. Ja. Also, dass man in einem Naturschutzgebiet einen Hund anleihen sollte, klar sein. Sehe ich jetzt eigentlich nicht so problematisch. Nur eben diese Strafmaßnahmen und die Entscheidungsgewalt der Polizei, die halt auch die Gutachten quasi ignorieren können. Nun gut, ja oder nein zum Urlaub mit Hunden in Dänemark? Für mich definitiv nein. Also ist für mich tiefstes Mittelalter, was dort los ist. Und ich werde leider keinem Risiko aussetzen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, auch wenn man immer wieder hört, nein, das ist gar nicht so und wir haben noch nie einen Hund eingeschläfert, ich werde dieses Risiko nicht eingehen. Ich habe dann Visit Dänemark mal gefragt, wie sie denn dazu stehen. Und da kam dann halt auch relativ eindeutig ein relativ langer, übrigens individueller Text. Also die haben das jetzt nicht irgendwo rauskopiert, sondern mir wirklich geantwortet. Und die sagen halt, sie können nicht auf einzelne Fälle eingehen, aber sie sagen halt, ja, dass sie das Ganze gelockert haben, dass das anders sich mittlerweile darstellt, dass man halt andere Regelungen hat. Und das ist eigentlich, dass Dänemark eigentlich ein hundefreundliches Land ist. Und hat man auch ein paar Links mit dazu. Ich habe die auch die Links mit übernommen, obwohl ich das normalerweise nicht mache, weil es ja auch eine Empfehlung wäre. Aber wer mir so angenehm antwortet, und es gibt ja auch Leute, die sagen, ja gut, ich gehe deswegen trotzdem nach Dänemark. Schaut es euch an. Link ist unten drin. Beachtet das Ganze. Also ich fasse mal zusammen. Es bleibt insgesamt immer in der, quasi in der Polizeientscheidung, was bei einem Vorfall passiert, auch ob sie euch glauben, dass es vielleicht dass ihr aus Unwissenheit eine verbotene Hunderasse eingeführt habt. Bei der Durchreise haltet euch halt an diesen kurzen Gassigang mit Leine und Maulkorb. Und ansonsten wünsche ich euch und vor allen Dingen euren Lieblingen, dass nichts passieren möge.